Liebe Freunde des Coronavirus, ein Artikel von heute 12.55 Uhr, also 1,5 Stunden alt. Stationäre Corona-Fälle in Dresden, höchster Anstieg seit Wochen. In Dresden ist am Sonnabend die Zahl der Krankenhauseinweisungen wegen Corona, Sie meinen natürlich Covid-19, deutlich um 5 gestiegen. Das ist der höchste Anstieg seit Wochen. Die Zahl der Neuinfektionen bewegt sich weiter auf niedrigem Niveau. Dazu muss man sagen, die Stadt Dresden hat mir per Presseantwort auf meine Presseanfrage mitgeteilt, dass es inzwischen in Dresden in den Labors eine Testkapazität von insgesamt 2100 Tests pro Tag gibt. 2100 Tests können jeden Tag in Labors gemacht werden. Muss man sich merken. So. Deutlicher Anstieg bei den schweren Krankheitsverläufen in Dresden. Wie die Stadtverwaltung am Sonnabendmittag mitteilte, mussten bzw. müssen jetzt 70 Dresdnerinnen und Dresdner stationär behandelt werden. Am Freitag lag diese Zahl noch bei 65. Ja, 5 mehr an einem Tag. Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen ist um 5 auf 546 von Freitag zu Sonnabend gestiegen. Die Zahl der geheilten Personen wird vom Gesundheitsamt auf 449 geschätzt. Auch dazu hatte ich gefragt, da es keine Meldepflicht gibt für die Genesenen oder für die negativen Tests, wird also dem Gesundheitsamt ausschließlich die Zahl der positiven Tests mitgeteilt. Eine Gesamtzahl der Tests hatte ich am Montag, den 20. April, erneut angefragt. Gestern, am 24. April, hatte ich telefonisch beim Presseamt nachgefragt, wo denn meine Antwort bliebe. Und dort hat man mir gesagt, dem Gesundheitsamt wäre ein Termin bis 18 Uhr gesetzt worden. Ich habe also seit Montag keine Antwort auf meine Presseanfrage erhalten. Wie geht's weiter? Die Zahl der Todesfälle ist stabil bei 6 geblieben. Verhältnis von Männern und Frauen ausgeglichen. La 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 la. Dann kommt die übliche Aufschlüsselung nach Altersgruppen. Ich hatte beim Presseamt angefragt, woher denn die Dresdner neuesten Nachrichten ihre Zahlen bekommen, was die Altersgruppierungen angeht. Das Presseamt hat mir gesagt, diese Zahlen stammen nicht von der Stadt Dresden. Die DNN hat ihre Quelle noch in keinem Artikel genannt. Ich habe mir also jetzt mehrfach die Mühe gemacht, Mühe war es nicht wirklich, kleine Fleißarbeit, und habe die Zahlen aus den Dresdner neuesten Nachrichten in eine Tabelle übertragen, die ich euch gleich zeigen werde. So, am Ende Zahl infizierten Kleinkinder liegt weiter konstant bei 12. Bei 7 Jungen von 0 bis 14 Jahren und 5 Mädchen wurde das Virus nachgewiesen. Ich weiß nicht, ob Kinder von 0 bis 12 noch Kleinkinder sind. Das sind einfach nur Kinder. Also der Artikel ist einfach nicht stimmig. Und jetzt möchte ich euch mal auf was hinweisen. Und zwar habe ich beim Robert-Koch-Institut geguckt. Und hier steht die Inkubationszeit. Von der Ansteckung bis zum Beginn der Erkrankung. Sie liegt im Mittel der Median. Das bedeutet nicht den Durchschnitt, sondern die Hälfte hat weniger und die Hälfte hat mehr als diese 5 bis 6 Tage gebraucht und die Spannweite liegt bei 1 bis 14 Tagen. So, das muss man wissen. 5 bis 6 Tage ist der Median. Wie viele Tage sind von Montag bis Samstag vergangen? Es sind 5 Tage. Was war am Montag? Am Montag hatte Oberbürgermeister Dirk Hilpert vor dem Rathaus kostenlos Mundschutz ausgegeben. Das sind bis heute 5 Tage, bis gestern waren es 4 Tage. Es liegt also sehr im Bereich des Möglichen, dass sich diese oder einige dieser Neuinfizierten tatsächlich am Montag unter den Tausenden, die Schlange standen vor dem Rathaus, infiziert haben. Es ist nicht bewiesen, es ist nur möglich. Nächste Sache. Zack. Hier ist meine Tabelle. Hier unten sieht man die Tage 16.04., 20.04., 23.04. und 25.04. Das ist also das Aktuelle. Ich gehe nochmal zurück zum 16.04.
Ich habe hier aufgetragen, die Bevölkerung. Und zwar gibt es eine Statistik auf der Seite von Dresden, die hat das Datum 31.12.2019 und zeigt den Bevölkerungsstand nach Altersgruppen an. Das hier sind also jeweils die offiziellen Zahlen, wie viele Dresdner im Alter von 0 bis 14 gibt es nach Geschlecht. Ich habe hier eine Formel eingetragen. Nee, hab ich in dem Fall nicht. Aber es ist die Summe der anderen beiden Zahlen rechts daneben. Darunter habe ich eingetragen aus den Dresdner neuesten Nachrichten die Zahlen der Kleinkinder, wie sie es genannt haben. Es ist also vom 16. bis zum 25.04. genau ein Mädchen dazugekommen. Darunter habe ich ausgerechnet, wie hoch denn der Anteil der Infizierten an der jeweiligen Bevölkerungsgruppe ist. Der liegt also bei Kindern bis 14 Jahren bei 0,013. Das sind also 0,1 Promille. Es ist wirklich gering. Das gleiche für die Bevölkerungsgruppe 15 bis 34, 35 bis 59, 60 bis 79 und 80 bis, ich habe 110 genommen, älter wird wohl keiner. Und darunter habe ich die Summen gebildet. Wir hatten also am 16. April im Schnitt unter allen Dresdnern, 563.000 Dresdnern, 508 Infizierte und das entspricht einer Quote von 0,09%. So. Das gleiche habe ich am 20.04. gemacht. Wir merken uns die Zahl 508. Hier muss es irgendeinen kleinen Übertragungsfehler gegeben haben. Ich glaube, ich habe hier eine falsche Zahl eingetragen. Mal gucken. So, ich gehe zum 23.04. 483. Die Zahl ist auch etwas gesunken. Und das sind die heutigen Zahlen. Die habe ich nochmal extra aus dem Artikel überprüft. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wo die Dresdner neuesten Nachrichten die Zahlen der Altersgruppen herhaben. Der Punkt ist, wir sind inzwischen bei 488 und am 16.04. waren es angeblich laut Dresdner neuesten Nachrichten und auf was anderes kann ich mich leider nicht stützen. Es sind also 20 Infizierte weniger. Ich habe keine Ahnung, wie die Dresdner neuesten Nachrichten an ihre Zahlen kommen. Der Punkt ist, hier ist kein exponentielles Wachstum, nicht im Ansatz, sondern ein Sinken der Zahlen zu sehen. So, habe ich noch eine Tabelle? Diese Seite möchte ich euch noch empfehlen. Swiss Propaganda Research, Fakten zu Covid-19. Leider wurde die Seite seit ein paar Tagen nicht mehr aktualisiert, aber ich nehme an, dass mo heute, morgen oder übermorgen die Zahlen aktualisiert werden. Hier oben seht ihr die Adresse swprs.org/covid-19-hinweis-ii. Die solltet ihr euch unbedingt mal angucken, da stehen ordentliche Fakten drin. Die Schwindelambulanz, ein YouTube-Kanal, den ich auch empfehlen möchte, weist regelmäßig auf diese Seite hin. Ich gehe nochmal zurück zum DNN-Artikel. Hier wird also von den Dresdner neuesten Nachrichten, die nicht sagen, woher sie ihre infizierten Zahlen haben. Wie gesagt, die Stadt Dresden gibt keine Altersgruppen raus. Irgendwoher muss die DNN diese Zahlen haben. Sie geben ihre Quelle nicht preis. Sie sagen weder, dass es von der Stadtverwaltung kommt, noch dass es sonst irgendwo herkommt. Die Dresdner neuesten Nachrichten betreiben seit Wochen, nicht nur was Corona angeht, aber da fällt es besonders auf, einen Verlautbarungsjournalismus, einen Panikjournalismus, der wirklich seinesgleichen sucht. Wir werden nach Strich und Faden veräppelt mit halbgaren Zahlen, mit reißerischen Überschriften und im Endeffekt geht die Zahl der Infizierten laut der DNN zurück. Und vor 5 Tagen hat der Oberbürgermeister für eine Massenansammlung gesorgt und komischerweise geht nach 5 Tagen die Zahl der Infizierten hoch. Schaltet euer Hirn an und denkt mal selber nach, was an dieser Panikmache von unseren Regierenden, inklusive dem Oberbürgermeister, dem Baubürgermeister, dem Ministerpräsidenten und dem Robert-Koch-Institut, wie die uns an der Nase rumführen und uns eine Mundschutzpflicht auferlegen, wo sie noch vor Wochen gesagt haben, Mundschutz sei der komplette Schwachsinn. Wir werden hier in einen Totalitarismus geführt
Und ich glaube, es ist keine Verschwörungstheorie nötig, sondern der pure Machterhalt von denjenigen, die gerade an der Macht sind. Ich finde es einfach unglaublich, wie wir verdummt werden. Haltet euch trotzdem weiter an die Regeln, macht keinen Scheiß. Diese Regierung, Bundesregierung, wird demnächst fallen, weil die Leute es sich nicht mehr gefallen lassen. Und damit will ich es bewenden lassen und sage, Pfiat's euch.